Ja, servus, schön, dass du dabei bist. Wünsche ich dir schon mal viel Spaß und wir sehen uns im Camper. Was ist das denn? Aha. Wir haben den Fehler E122H. So, jetzt verfallen viele in Panik und fahren zum Händler und sagen, Scheiße, mein ganzes Wohnmobil ist kaputt. Das ist auf jeden Fall ein Garantieanspruch. Das geht so nicht. Scheiße, was machen wir jetzt? Das können sie nicht mit mir machen. Ich habe so viel Geld bezahlt. So Leute gibt's. Die fahren da hin und dann machen die da einen Aufriss. Ich kann nicht mehr. So Leute gibt es. Gut, jetzt sage ich dir was. Da ist gar kein großes Ding. Die Gasflasche ist leer. Die musst du austauschen. Das musst du noch selber machen. Da kannst du nicht zum Händler fahren, ja? Das geht so geht's doch nicht, ja? Verstehst du? Das geht doch nicht, verstehst du? Heute machen wir erstmal hier den Fehler. Den hast du jetzt gesehen, den habe ich dir gezeigt. So, dann machst du den hier erstmal auf off. So, jetzt geht er weg. 10.05 Uhr. Und was heißt 10.05 Uhr? Der Baumarkt hat auf. Ja, nur bedingt. Wegen der ganzen Corona-Geschichte, wisst ihr ja alle. Weißt du, was geil ist? Heute ist Dreckswetter hier. Es regnet, das Wasser läuft hier so runter. Baue ich dir eine Zeitlupe ein? Regen in Zeitlupe. Geil. Auf jeden Fall regnet das heute. Weißt du, was das bedeutet? Die Schlange am Baumarkt. Die ist nur ganz kurz, ja? Und deswegen fahre ich jetzt dahin und hole mir zwei neue Gasflaschen. Wie sehen denn die Flaschen hier aus, ey? Zack. Anschließend machen wir natürlich später, ja? Ich bin klatschnass geworden, ja? Ich nehme Dreckswetter da draußen. Aber ich habe die Flaschen im Auto, wir fahren wieder zurück. 17,49 Euro habe ich bezahlt pro Flasche. Bei uns im Globus. Ich werde jetzt hinten die Gasflasche anschließen. So, pass auf, jetzt verrate ich dir einen Trick. Du weißt selber, was das im Clever für ein Gefummel ist, hier die beiden 11 Kilo Gasflaschen reinzubekommen. Das weißt du selber. Jetzt schließt du einfach immer die vordere an, dann musst du nämlich die hintere nicht da rauswuchten. Wenn du das so machst, wenn du nur die vordere anschließt und die hintere nur für den allergrößten Notfall benutzt und dann immer nur die vordere tauscht, sobald die leer ist, dann bist du safe. Erstmal die Tür hier zumachen. Kalt, ey. So, da wir jetzt gerade gesehen haben, dass das nicht funktioniert, wenn die Gasflasche leer ist, da wir die ja jetzt getauscht haben, machen wir hier schön auf 24 Grad. Und auf High. So, und die Hütte läuft und wird warm. Ohne Fehlermeldung. So, jetzt geht los mit der Schrauberei. Ich habe mir erstmal einen Ampelkaffee gemacht. Also so einen mehrfarbigen Kaffee. Also eine Latte. Heute zeige ich dir am Tag 2 ganz genau, wie man seine Heckverkleidung neu und vernünftig bezieht. Also nicht so, ja? Nicht so. So, und dafür habe ich dir schon mal hier die ganzen Sachen aufgebaut, die man eigentlich braucht. Ist nicht viel. Und zwar brauchst du natürlich ein Stück Stoff, ganz klar, ja? Den du beziehen willst. Du kannst da alle Farben, Formen und weiß nicht, was du magst, wählen. Das ist gar kein Thema. So, dann brauchst du eine 4 mm dicke, 1,9 m mal 78 Sperrholzplatte und eine 4 mm dicke und 1,9 m mal 74 Sperrholzplatte. Die sind nämlich unterschiedlich groß, aber die beiden Maße, wenn du die hast, bist du schon mal ganz weit vorne. Dann brauchst du einen Akkuschrauber, dann brauchst du einen Sprühkleber. Ich habe jetzt den von Uhu genommen, der ist super. So einen kleinen Schlitzschraubenzieher, ein scharfes Bandmesser. Dann brauchst du 4 mal 16 Spaxschrauben und dann brauchst du so eine Tupperdose, wo du den ganzen Kladderadatsch reintust, damit nichts verloren geht. So, das ist schon alles. Mehr brauchst du nicht. Und wenn du das hast und du dich gut anstellst, dann kann das nachher so aussehen. Wie startest du in die ganze Sache, ja? Und zwar ganz einfach. Als erstes machst du hier mit dem kleinen Schraubenzieher, den du ja schon dir rausgelegt hast, machst du hier diese Gumminippel raus. So, von dem Rahmen, ja? Das machst du als allererstes. Schrauben vom Rahmen raus. Dann den Rahmen raus. Nüpsis ab. Schrauben raus. Verkleidung ab. Dann positionierst du dir den hier drauf, ja? Schön alle Kanten. Das Maß habe ich dir ja am Anfang gesagt, dass der überall schön liegt.
Ne, siehst du ja, passt eigentlich genau schon. Musst du jetzt den Rest nur noch anzeichnen. Dann zeichnest du das Fenster an. Und die Ecken hier oben. Die. Und die Rundung. Zeichnest du dir an. Und nachdem du jetzt alles angezeichnet hast, sägst du dir das aus. Dann machst du mit dem Bandmesser. Ja? Da brauchst du keine Säge. Kannst du auch mit der Säge machen, wenn du willst, unbedingt. Aber ich mache es mit dem Bandmesser. So sieht das Ganze dann aus, wenn du es ausgeschnitten hast. Dann schraubst du dir hier an diesen Stellen den Rahmen fest. So sieht das jetzt aus. Ist jetzt noch nicht bezogen, aber jetzt gucken wir erstmal final, wie das passt. Wenn du das Ganze jetzt erstmal so in der Rohfassung hast, ja, dass du dir den Fensterrahmen anschraubst und das Ganze einmal montierst, damit du nochmal gucken kannst, ob du eventuell noch irgendwelche Sachen noch zuschneiden musst oder ob dir irgendwas zu lang ist, wo du sagst, ey, das mache ich noch ein Stück kürzer oder so. Das solltest du auf jeden Fall machen. So, was nachher am Ende ganz wichtig ist, ist, dass die Originallöcher, die hier drin sind, ja, diese Originallöcher, die müssen alle original in den Fensterrahmen passen. Also diese Löcher hier, wo diese Schrauben reinkommen, die müssen nachher in die Originallöcher des Rahmens passen, weil die Schrauben nämlich den Rahmen ranziehen. Der ist ja nur geklebt. Der muss sich ja ranziehen. Du hast zwar hier drei Möglichkeiten, wo du die reinschrauben kannst immer, aber am besten ist, wenn die Originalen passen. Jetzt beginnt hier der Spaß. Jetzt positionierst du deinen Stoff unter dem ganzen Spektakel hier. Lass dir ruhig hier ein bisschen Spielraum überall. Fürs Überlappen nachher. Einfach diese Seite hier komplett einsprühen mit Sprühkleber. So, dann legst du das hier einfach drauf. Genauso wie du dann die Seite komplett hier einsprühst mit Sprühkleber, legst das einfach hier drauf, drückst das überall an. Was du natürlich auch machen kannst, ja, ist doppelseitiges Klebeband. Und setzt den im Prinzip jetzt hier drauf. Immer so ein bisschen ziehen. Guck mal hier, mit einer Hand kannst du das machen. Das kannst du alles mit einer Hand machen. Dann ist ja schon mal fest. Das kannst du auch machen. Ich habe in dem Fall jetzt hier beide Seiten mit Sprühkleber eingesprüht, ja. Und jetzt klappe ich es im Prinzip nur um und ziehe es glatt. Nachdem du das jetzt bezogen hast, ja, der Sprühkleber so ein bisschen angetrocknet ist, machst du den Rahmen wieder drauf. So, jetzt hast du von hinten den Rahmen wieder dran geschraubt. Ich habe erstmal oben eine reingemacht in der Mitte und unten eine reingemacht, um genau die Position der Löcher hier zu treffen. Ich hoffe, die Kamera fängt das ein. Ich habe jetzt hier die genommen. Das sind 60er. Ja, einmal 60er. Und dann habe ich 80er genommen. 80er muss ich für unten nehmen, weil der unten halt ziemlich weit absteht. Ne? Hier kannst du das vielleicht sehen, ne? Der ist im Originalloch, das heißt, das Fenster wird rangezogen. Dadurch bleibt auch die Dichtigkeit erhalten. Da musst du halt gucken, hier mit dem Schrauben, dass du halt noch gut das Rollo verstellen kannst. Hier sind die neuen Schuhe für den Clever. Und hier sind vier verschiedene Schablonen. Und dann kommt die da rein, ja. So sieht das Ganze noch aus.